Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in Alice17 auf der nordfriesischen Marsch Matchmap zusammen mit dem McManus, der Shelly und den Fat Action. Hallo. Moin. Halt, halt. Was macht ihr Schönes? Erzählt. Ja, immer noch die Felder vergewaltigen. Irgendwas muss man ja machen. Kann man einen Versatz einstellen beim Follow Me? Ja. Wie geht das? Das kostet. Tausender. Oh, das ist gemein. Wir haben gelernt von euch, also ihr seid ja auch. Gibt's da ein Dings? Aber musstet ihr bezahlen für bis jetzt? Nee, den Eintipp haben wir ja nicht gekriegt. Gut, dann der Tipp gegen Tipp, also auch. Nee, den haben wir schon gesehen bei dir. Das war das mit dem Mähwerken. Ja, das ist ja, aber jetzt Spionage bringt nichts. Das ist ein anderes Projekt, das hat hiermit ja nichts zu tun. Die sind halt Fans von dir. Ja, so, lol. Haben wir geguckt, schön geliked. Hat sie nicht gesagt. Sollte nochmal Merch kaufen, ne? Ja, wir kaufen noch ein T-Shirt oder so. Fällt mal den Versatz ein. Der Friesi? Ich weiß nicht. Oder was? Weiß das denn keiner? Ja, 1000, ne? Denk mal an. Kino, soll ich mal ganz tief in die Kiste greifen? Was denn? Mach mal. Okay. Gibt ihr uns den Tipp oder nicht? 1000. Für 1000 nur? Ja, ist günstig, oder? Okay. Geht ganz schnell. Tank mal ab hinten. Tank mal direkt ab, Füße. Ja. Was ist jetzt die Drehkiste eigentlich? Ja, kommt noch. Oh oh. Meistens ja, rächt sich's irgendwann. Nee, den Tausend haben wir ja nicht. Aber wir haben uns trotzdem einzig kostenlos gegeben. Das war wegen Feldkaufen, ne? Dafür habe ich schon zwei Felder für euch gekauft. Oh toll, weil uns geht's halt auch nicht. Wir haben uns ja dafür auch kann ich ja nix. Vor zwei Folgen damit aufgehalten, euer Dings da zu kaufen, nur weil ihr die Kohle schon überwiesen habt. Ja. Fahr mal schneller. Jedenfalls sind wir gleich, gleich im Matchbereich. Das ist auch spannend. Wie bitte? Trecklos so laut. In der Außenansicht teilweise echt furchtbar laut. Ich weiß nicht warum. So. Was hat Friesi sich denn überlegt? Wie heißt das denn? Weißt du das? Was ich mir überlegt habe. Sei doch nicht so neugierig. ihr werdet es kommen. Irgendwann werdet ihr sitzen und werdet sagen, hätten wir immer den scheiß Tipp gegeben. Und der Hafer, wa? Ja, guck mal, wo ist der? Machen wir den Einweiser. Warum steht. Ja. Also, wir haben immer noch. Jetzt sag mal was, wie man den Versatz einstellt. Nee, Shelly hat hier einen Unimog auf die Brücke festgesetzt und der bewegt sich nicht mehr nach vorne, nicht mehr nach hinten. Den müsstet ihr befreien, dann könnten wir euch den Tipp geben. Absolut unglaublich. Dafür, dass wir euch einen Tipp kostenlos gegeben haben. Das ist verratet. Welchen Tipp habt ihr uns denn kostenlos gegeben? Zwei Tipps und ihr habt euch einen rausgesucht und den haben wir euch gesagt. Aber der war ja nicht gut. Der war ganz weit weg von gut. Der war ja nicht hilfreich, das war ja Verarschung. Aber ihr wolltet's wissen. Das ist ja das. Ihr wolltet es wissen, nee. Ja nicht so, dass wir uns das ausgedacht haben. Wenn das jetzt tatsächlich uns weitergebracht hätte und das funktioniert hätte, dann wäre ich der also, Letzte, der sagen würde. Nein. Gut. Zuschauer, es war eine Menge des Daumen nach unten da. Haut den Dislike-Button. Macht gar nichts. Wieso? Wie kann ich sie denn abladen? Also, ich bin ja freundlich, ne? Ich spiele ja immer fair. Nein! Lass das doch mal sein! Guck, ich darf nicht. Brauchst du nicht, hab. Bist du? Bist wieder gemutet hier, ne?
Ich hätte auch nur gesagt, ihr wisst ja, wie man nach hinten. Genau, ich hätte ja gesagt, ihr wisst ja, wie man den Abstand einstellt. Nach vorne, nach hinten. Alles gut, brauchst nichts mehr sagen. Läuft. Gar nicht so schwer. Ich muss dich hier abladen. Oh. Ich steh Steuerung. Nein, nicht zwangsabkippen. Du kannst, du bist in der richtigen, dann fahr weiter, bis der Trigger kommt, wo du abkippen kannst. Einfach mal irgendwo hinkippen, so zwangsabkippen. Ja, da. Bist du doch jetzt weiß unten. Wir sonst auch. Jetzt müsstest du kippen können. Auch eine zu ärgern. Ganze Woche für eine Ladung. Ja, in 3 Wochen haben wir das Haferziel erfüllt und ihr? Lalalalalala. Dauert aber auch immer ganz lange, oder? Ach, sorry. Ja, nicht lange gucken. Herr Shelly? Hä? Danke, ne? Nein. Nein, nein, hallo, ich kann jetzt schon den Blick vom Bier. Ja. Den kannst du dir echt sehen können, einfach links rüber geguckt auf den Monitor und schlägt das so. Nein, nein. Weil das kann ich nicht gemacht haben. Ja, war gut. Das ist so ekelhaft. Ich bin doch gemutet, Leute. Willst du mir wohl nichts zu tun, oder was? Das war echt gut. So, jetzt aber, Büsi, haben wir nichts zu tun, oder was? Müsst ihr schon gar nicht mehr arbeiten, weil die eh verliert, oder was? Gucken, ob die Grasfelder nochmal gedüngt werden müssten. Muss nicht, hab ich gerade nachgeschaut. Ich füll gerade noch. Mach den Drescher. Ja, dann, ja genau. Mach mal da unten, dass das alles voll ist. Ja. Ist schon wieder voll. Wo ist denn, hast du Stroh schon hier hingebracht? Okay, mach hier. Ach, Mann. Ey, da steht doch noch ein Anhänger rum. Haben wir. Nee, hier ein Dingsy, wir haben doch noch einen Anhänger. Was ist der denn? Was denn damit? Hä? Ich bin drüben. Dann fahr zurück, bevor die auf die Brücke wieder runtergeht oder so. Das ist noch 3 Uhr. Ja. Da vergessen wir den da. Was macht eigentlich der Unimog im Graben? Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wir sollen nicht immer so frech. Sabotage im eigenen Team, sag ich euch. Du trinkst auch noch dazu bei. Ich muss den jetzt einfach mal anfahren und glaube ich kommt aus einer Brücke wieder frei. Ist doch sicher, dass er nicht mehr wegkam und nicht zurück? Such's doch mal nochmal. Wird vollgetankt und dann auf die Brücke festgesetzt. Sag mal, wenn du freie Kapazitäten hast für sie. Gerade nicht. Oh, nicht Radio, scheiße. Nee, einfach Bescheid sagen, Mann. Ja. Hä? Jetzt versenkt ihr nicht ganz. Ja, den müssen wir es eh zurücksetzen, wenn wir den Kram versenkt haben. Aber ihn da auf der Brücke hängen zu lassen, macht auch nichts. Du musst ja eine Anhänger eigentlich. Keine Zeit dafür, Anhänger der bleibt jetzt für immer da. Und wir haben doch noch einen größeren Anhänger. Kauf lieber einen neuen MB-Truck. Da steht doch noch ein Trecker rum. Ja, warte, ich hab Zeit. Der mit dem Gewicht. Ja, das ist die 4. Folge heute, ne? Nee, 5. 5. schon? Und wenn noch nicht mal... Ja, wir haben keine Zeit mehr zu quatschen. Also, nicht mal ein halbes Haferfeld getroschen in 5 Folgen. Ja, komm, zu uns bei das Weizenfeld an, das ist selbe Scheiße. Und vor allem, das ist nur halb so groß. Nee. Ja, das mit dem Streamlets war eine ganz gute Idee. Hättet ihr beide eigentlich Zeit gehabt, nur ich war ja sozusagen anders schon eingeplant. Ja. Weil irgendwann müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht hinkriegen. Nächsten Freitag wird leider auch nichts, aber vielleicht danach mal irgendwie einen Angriff nehmen. Wenn ihr denn natürlich Zeit habt, das müssen wir dann schauen. Müssen wir mal schauen, ja. Aber so ein Stream ist schon immer ganz cool irgendwie, ne? Ja. Also ich finde das immer ganz cool, weil du sozusagen aktive Resonanz hast von den Zuschauern. Ganz cool eigentlich.
So. Selmut, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Oh. Unbelehrbar. Ne? Immer die Brücke. Geschafft hast, das ist schon. Der Treffer steht auch wieder voll darum. Was stopperst du denn da so? Der Laptop. Kann auch gerade nicht richtig schnell fahren. Was macht hier komisches? Bier? Jemand stirbt hier nicht. Ich stock hier auch. Ich fahre 30, dann. Der stockt nur. Also er setzt immer so, sagen wir so einen Meter zu. Na jetzt, jetzt macht er wieder, ne? Ja, jetzt ist wieder normal. Jetzt war es kann ich aber 40. Habt ihr viele Beine rumliegen? Jetzt wieder. Nee, haben wir nicht. Nee, Handvoll vielleicht, ne? Erst dann. Das ist ja auch scheinbar schwanken. Gerade eben ging es und jetzt komisch gerade. Jetzt ist auch wieder komisch. Ja. Ich sagte meine MS. Oder liegt es am Laptop? Vielleicht bremst der Laptop uns natürlich auch ein bisschen aus. Meine MS ist super gut eigentlich. Die hängt bei 20. Deine auch. Boah, ist auch ein bisschen zu vorsichtig. Mal über den Unimog aus dem Graben. Nein. Komplett versenkt. Ich. Was ist denn da? Du hast ihn im Nachhinein versenkt. Machst du hier mit dem gleich wieder den Follow-Me? Nein. Ja, dann mach das mit nicht. Doch. Ich kann auch alleine spielen. Aber ist der leer? Oder ist hier schon wieder fast voll? Ja, wenn er wieder fast voll ist, dann macht es. Dann will ich es nicht gesagt. Wie sie, wenn den Eventbügel mal runterfahren könntest? Ja, sofort. Nur runterfahren oder was? Ja, zum nächsten Feld, ja. Wir waren noch nicht weitergekommen zu dem Thema Holzstammpaletten. Entweder was musst du tun? Was sagst du zum Thema Paletten? Diese hier Holzstammpaletten aus dem Wald. Also entweder wir können sie nicht nutzen oder ihr kennt ein Fahrzeug, der schafft zu laden. Oder wir müssen sagen, dass die Autoload, also hier genutzt werden dürfen. Ansonsten können wir die nicht nutzen. Also die hier im Wald, wo du einen Diesel hinbringst und dann ja, Holz kriegst. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab keine Ahnung. Wenn ihr die auf die Marsch auch noch nicht. Also ich hab immer. Ich bin ja der Autoload geschädigt. Hatte aber schon mal einen Kommentar dazu, dass die nicht verladbar sind. Und ich hatte das letztens eben auch getestet und hier mit diesen Standardgeräten, die wir haben, geht's nicht. Es geht selbst im Radlader geht's nicht. Okay. Ich habe auch schon mal versucht, dieses Wasser, es gibt hier so einen Wassertank, den kennt ihr ja wahrscheinlich, eben so einen 2000 Liter Wassertank oder so. Mhm. Den habe ich auch mal versucht hinten ranzupacken und das aber trotzdem gehst du vorne über. Wie sie? Ja. Kannst du den MB-Drag mit Follow-Me gleich mit runternehmen und ja, das was drin ist, um zu verwenden. Ja. Mal gucken, wo es dringender benötigt wird. Und hier das Schneidwerk, den Schneidwerkswagen gar nicht brauchen auf der Karte. Ja, ich lasse ihn da stehen, ne? Ja. So, warte, ich lock mich ein bei dir. Ja. Brauchst du ein bisschen Geld? Kannst losfahren. Nicht so gut, ne? Wir haben, glaube ich, Kompost.
machst du denn? Gott, sie fiebert hier voll mit. Wenn ihr diese Leute, die sich bei Autos rennen, komplett nach links und nach rechts lehnen, wenn sie in Kurve. Kein Kommentar. Also machen sie es selbst. Ja, ich mach's auch. Haben sich bei The Crew bei mir darüber kaputt gelacht. Wegen was? Wenn Kurve nach links geht, dann ist dann immer mit den Joysticks so mitgegangen. So halt, mach ich auch selber. Okay. Aus, wenn du Baller spielst, gehst du auch in Duckung, durch die Deckung das und so. Hab ich, das hab ich sehr oft. Ich spiel grad Destiny und wenn da jemand auf einmal auf mich schießt, geht auch mal so. Denk ich mal, ja Leute, ich weiß, man. Und immer nur diese Lachsmile, so kaputt smile ist da rein, weiß ich auch, warum die schon lachen. Voll. Habt ihr mal hier Virtual Reality gespielt, irgendwas, oder? Feuerbrille? Feuer? Hm? Ja. Ich hab eine und Tino oder Tino nicht, wir haben eine, ja. Okay. Ja, die Oculus halt, ne? Ja, Oculus Rift. Und irgendwas, was da richtig Spaß gemacht hat? Oder einfach mal antesten und dann wieder erstmal gut und warten, bis andere Games kommen, oder? Es gibt sehr, sehr geile Games dafür. Ich habe da ein paar gespielt, ich habe mir auch ein paar gekauft. Und oh, was macht der denn da? Ego-Shooter spielt. Hey, der ist ja selber reingefahren. Hallo. Ein Ego-Shooter? Ein Ego-Shooter spielt zum Beispiel, das konnte man auch zusammenspielen. Und alles, aber ich hab keine Vorgewände. Es hat aufwendig, ne? Ja. Ja, vor allem diese Verkabelung noch, ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen noch das Problem. Wenn die das irgendwann haben, dass das alles. Ja, die sind so müssen richtig stehen und hier und da. Ich bin die elende eine bis dabei. Ja, ist das eine coole Aktion auf jeden Fall. So, ich hatte das dann, wo ich Urlaub gemacht habe, bei meinen Eltern eine Woche, habe ich die mitgenommen, habe ich mit Kollegen gespielt. Dieses Beat Saber, also wenn du dann schon mit Kollegen was trinkst und die Brille, ne, da geht schon gut ab, aber war mal richtig krass gehypt davon, aber es ist halt, wie gesagt, aufwendig, zu aufwendig. Ja, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann besser werden. Ja, ich denke mal. Ja, schauen wir mal, wie die Entwicklung da vorangeht, ne? Sache. Weiß nicht, habt ihr den Film mit der VR-Brille gesehen? Also wie hieß der denn jetzt? Egal wie er hieß, also ich habe den nicht gesehen. Ja, der ist gut. Der ist echt gut. Also wenn das mal so wird, dann voll dabei. Ja, ich meine, wir sind am Anfang der Entwicklung. Alleine wenn man, ne, guckt ja die Games von vor 20 Jahren an. Hat einen Sprung, wir da gemacht haben. Und wenn man jetzt 20 Jahre weiterguckt, dann ist Virtual Reality wahrscheinlich Standard. Das stimmt, ja. Würde ich mir vorstellen, ne? Es kommt ja auch immer darauf an, wie krass das nachgefragt wird. Ansonsten verschwinden ja auch manchmal Technologien wieder, weil sie einfach nicht gekauft werden oder so. In der Menge, die Industrie sich erhofft, damit sie damit ordentlich Kohle schaffen. Ja. Wie jetzt machst du gerade? Ich baue gerade was nach. Würde Teil jetzt. Was denn du hier unten, Alter? Na. Ja. Unangstvoll, oder? Aber Hauptsache, wir schaffen das Feld heute noch, also es wäre schon toll. Ja, das ist okay. Wir hatten was im Lager. Ja, aber geht das nicht? Ja, ja, das geht. Der hängt hier so fest. Wie kann ich nur in dem Fahrzeug außen hinterher? Ja, kann der ja hinterherfahren, ist ja. Ansonsten ist es jetzt die Hochstelltaste. Eigentlich hänge ich bei den beiden hier. Ich muss in das Fahrzeug? Nee, Hochstelltaste und F. Jetzt. Bleibt da stehen. Weil da ist der kürzere Weg. Ja, das stimmt. Du musst ja nicht ganz nach hinten gehen. Sehr gut. Ist leer jetzt? Das Lager? Nee, lass uns noch einfach. Nee, wir brauchen den. Aber das ist Geld. Willst du den verkaufen oder? Nein, ich will hier schon ein bisschen Kompass verkaufen. Da läuft ja alles? War auch echt am Start. Da läuft jetzt alles auf dem Strom, ich bis gleich zur Neige. Na dann direkt dort rein. Ja. Und warte mal kurz. Dann nimm den mal mit zurück.
Gut, ist eingeloggt. Achso, stopp. Okay. Wo ist unser Router? Denn. Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit diesem vollen? Was? Was funktioniert wie? Dieses Follow Me, das der neben einem fährt. Was, wenn den Offset? Haben wir hinbekommen, ja. Funktioniert das denn? Ich weiß es ja selber nicht. Das funktioniert, ja. Also das funktioniert. Ja, ist für einige Sachen praktisch. Wahrscheinlich fürs Einsammeln oder so nach dem Wickeln, oder? Ja, viele Möglichkeiten. Ja. Offset. Ich darf das Flügen nehmen. Was flügt ihr denn? Den haben wir zum Glück aus. Nein, ich sag, man könnte es auch fürs Flügen nehmen. Ich versuche das gerade. Ich habe ja diese alten Kreuzfahrt-Topliner im Marsch-Projekt und da versuche ich, oder mache ich es gerade, weil die sind nicht helferfähig. Also bei denen kann ich keine Helfer einstellen. Und den Cosplay-Kurs hatte ich nicht gespeichert und dachte ich, ja komm, kann ich in Ruhe mal ein bisschen selber Drescher fahren. Und dann versuche ich den einen immer im Follow-Me im Versatz hinterher zu ziehen. Kannst du mit zwei Dreschern im Follow-Me dreschen. Okay. Dafür kann man es auch nutzen, mit Offset eben, 6 Meter oder so, weil breiter ist der Schneidwerk nicht. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Nur die Abfahr-Cosplay-Helfer, die funken immer dazwischen. Gehst du jetzt direkt auf die Dreimer sammeln? Ja, kann ich machen. Wir sind durch mit der Folge. Ja, dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wollte euch der? Weiß ich gar nicht. War ich dran? Ich glaube, oder? Ich bin mir gerade echt unsicher. Hey, ich bin danach. Ja, gut, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.